Als nächstes haben wir jetzt einen kurzen Redebeitrag von Thomas, der erzählt uns etwas über ein Volksbegehren. Viel Spaß. Ja, guten Abend. Ich bin der Thomas. Möchte alle österreichischen Bürger und Bürgerinnen herzlich begrüßen. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich möchte aber auch alle Gäste aus dem Ausland begrüßen. Weil wir Österreicher haben eigentlich keine Geheimnisse. Ich bin aus freien Stücken hier und habe es wirklich geschafft, hier reden zu dürfen. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich hier rede. Ich setze mich einfach dafür ein, weil sich auch andere Seelen dafür einsetzen. Ich möchte auch eben über eine Bürgerinitiative erzählen und dass es ein Volksbegehren gibt. Denn eigentlich wird das von den Medien sehr stiefmütterlich behandelt, dass es dieses Volksbegehren gibt. Viele von euch können sich sicher noch erinnern. Übrigens, da fällt mir noch was ein. Ich möchte auch ein großes Dankeschön an die Organisation richten, dass das hier überhaupt möglich ist, dass man einfach hierher geht, einfach sagt, ich möchte hier sprechen, bitte, und dann kommen da ein paar Burschen, sagen, hey, hallo, komm, sprich. Und jetzt spreche ich eben. Gut, vor 20 Jahren, ihr könnt euch sicher noch erinnern, es war 1994, war ein Volksbegehren in Österreich. Ob wir der EU beitreten sollen, der Europäischen Union, oder eben nicht. Ja, ein Volksbegehren. Es wurde abgestimmt darüber. Ich war damals dafür. Ich war Unternehmer. Oh, ich muss konkurrieren mit der ganzen Welt. Und ich muss Gas geben. In Österreich. Und. Oh, ich habe mir das schön geredet. Und ja, ich war einfach dafür. Heute, 20 Jahre danach, ich zweifle. Dann bekomme ich eine Zeitschrift in die Hand. Da ist ein Artikel drinnen von einer Seele, die sich sehr intensiv mit rechtlichen Dingen befasst. Und der erste Satz in diesem Beitrag von dieser Seele: Die Europäische Union ist gescheitert. Wie gesagt, jetzt 20 Jahre danach, ich weiß nicht mehr, bin ich dafür, bin ich dagegen, hat das einen Sinn oder hat das keinen? Aus dem Grund möchte ich eigentlich aufrufen dazu, dass wir eben alle dieses Volksbegehren, das ja jetzt schon läuft, ich habe eben diese Zeitschrift, die ich dann gerne jedem noch verteile, ich habe ein paar Exemplare da, man kann das gerne aber auch kopieren. Diese Zeitschrift heißt Wegwarte, es ist der 23. Jahrgang, den eben diese Zeitschrift schon erlebt. Folge 3, April, Mai 2013. Diese Zeitschrift ist eben schon ein gutes Jahr alt. Und dieses Volksbegehren läuft jetzt noch bis Ende dieses Jahres. Und ich möchte eben alle österreichischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, egal eigentlich, ob sie für die EU oder dagegen sind oder noch unschlüssig, möchte ich auffordern, dass wir es alle schaffen, gemeinsam ein Volksbegehren einfach auf die Beine zu stellen, einfach um zu beweisen, dass die Österreicher und Österreicherinnen, wenn sie wollen, wirklich auf die Straße gehen. Und ihr seid ja jetzt auf der Straße. Wir nützen hier das Versammlungsrecht, Leute. Und danke muss ich wirklich da auch sagen, es gehört wirklich ein Mut dazu. Es gehört sowohl ein Mut dazu, hier auf der Stiege zu sitzen, als auch hier zu sprechen. Deshalb auch ein Dankeschön an alle Vorredner. Ihr habt so viele Themen angeschnitten. Ich möchte diese Themen natürlich jetzt nicht streifen. Es wird sonst zu lange. Ich möchte nur hinweisen, es gibt dieses Volksbegehren und halten wir alle zusammen. Denn dann können wir eigentlich sagen, wir haben es geschafft, im Jahr 2015 dieses Volksbegehren ins Ministerium zu bringen. Es hat stattgefunden, jeder schaut jedem auf die Finger, so gut es geht, und dann wissen wir, wir sind dabei oder wir sind draußen oder wie auch immer, gibt es neue Verhandlungsmöglichkeiten. Wie gesagt, ich bleibe jetzt noch einige Zeit da, ich weiß jetzt nicht, ob Redner noch kommen nach mir. Ich bin da, jeder, der sich näher dafür interessiert, hier eine Unterstützungserklärung sogar abgeben möchte, also ich erkläre auch die allgemeinen Bedingungen für ein Volksbegehren gerne. Ich bleibe noch hier und stehe für Fragen zur Verfügung. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Ja, Dankeschön, kann ich ganz einfach nur sagen.